Wie lange hält der Guard noch? Eine Runde. Du machst Single Target auf. Kritisch für 5. Oh Gott. Achso, 75% Protection. Ja, das ist nicht so gut. Fien. Kannst dann. Das ist nicht schön. Kannst dein Finale nicht auf ihn da hinten machen. Okay, dann. Töte sie. Nicht mal das. Nicht mal das. Du hackst sie kaputt. So, und sie können jetzt keine Single-Target-Heilung mehr machen, sondern nur, ne? Guck mal. Der Boss ist echt. Nein, 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 nein. Garstig ist er. Und sie hat einen Blutungseffekt. Komm, bitte überleben, bitte überleben, bitte überleben. Okay, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Heilung. Jetzt müsstest du endlich weg. Es war der letzte Runde schon nur noch eine Runde. Du bist doof. Du bist echt, echt doof. Mach hier Wurfdolch auf dich. Verdammt. Du mach wieder den Speedbuff. Wir waren nämlich schon ausgelaufen fast. Ich hasse dich, Man at Arms. Halt jetzt für 14. Ich glaube, ich sollte einfach abhauen, oder? Ja, sonst stirbt entweder sie oder sie oder weg. This skirmish may be lost, but the battle may yet be won. Nicht schön. Kannst du gar nicht schön. Du kampier jetzt, weil wir haben zu viel HP-Verluste und Stress und überhaupt. A spark without kindling. It's a goal without hope. Haben wir Removes Mortality Debuff. Das klingt sehr gut. Was macht er eigentlich? Weniger Accuracy, weniger Damage, mehr Stress. Ist für sie nicht gut, bei ihr ist es nicht ganz so schlimm. Das heißt, ich mache bei dir mal das da. Du machst jetzt deine Snuffbox. Auf sie war das richtig? Nee, du warst das. Du machst bitte Snuffbox auf ihn. Nein, nein. Du, alle Companions, weniger Stress. Jo. Nur noch du bist ein wenig angeschlagen und am Bluten und auch einigermaßen gestresst. Removes Bleeding und heilt für 15 Punkte. Klingt gut, ja. Habe ich eine Alternative, die wesentlich besser ist? Nö, nicht wirklich. Bandagier. Sie. So. Ich habe nichts, was einen Punkt kostet. Raus. Und jetzt die Anordnung mal richtig machen. So. So ist der Plan. Für alle Gegner bis auf den Headhunter, weil da müssen wir halt dotten und dotten kann sie nicht aus der zweiten Reihe. Okay, runter. Tu einfach so, als wenn das nie passiert wäre. Die ganzen Blutungen sind durch. 2 Gargoyles, hallo. Warum auf sie? In Stress mal. Selbst nach dem Kampieren ist ja noch recht viel Stress übrig geblieben bei den beiden. Ja komm, doppelt stun sie oder was auch immer. Es geht nicht. So, du. Er ist weg und er ist auch fast weg. Badenstun ist nicht schön. Er kann ja nicht entstressen. Naja, einzelne Gegner sind auch nicht toll für sie. Aber das Setup so ist nicht wirklich toll. Ich hätte bei ihr das Hin- und Herspringen vielleicht auch noch einnehmen sollen. Du, hack ihn weg. So rum richtig.
Okay. Du. Nimm mal dich raus und dafür den Lunge rein. Falls sie mal irgendwo ist, wo sie nicht sein sollte. Und du bist eigentlich okay so. Blutung. Das wäre auch noch schick gewesen sonst bei dem Headhunter. Collector meine ich. Ist okay, ist okay, ist okay. Du bist auch okay. Nö, weiter. Weiter, 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 weiter. Komm schon. Surprise! Nichts. Und zweimal Stresser, das ist doch super. Mach. Ein fast tot. Ah, bitte Bade nicht hinterherkommen. Keine gute Mission soweit. Und ich sehe auch nicht wirklich, dass das ordentlich enden wird. Also mit vollen HP und keinem Stress und ganz viel Gold. Mach mal den hier nicht für die Blutung, sondern einfach nur, damit der da stirbt. Jo. Stress auf ihn ist okay, der hat noch nicht viel. Wusch. So, du mach mal. Zettel, damit er stirbt, wenn er bis Schaden bekommt. Was ist los mit dir? Du hast, ne? 25% mehr, 25% mehr und... Oh. Hattest du nicht nochmal, dass du mehr Schaden gegen Untote machst? Hm. War ich mir eigentlich relativ sicher. Na gut, du heil dich. So, du... Mach den weg. Du entstresst dich. Bisschen Stress gleich wieder zurück. Du, volle Pulle auf ihn. Jo. Und du, gut, meine. Nächste Runde dann Blitzdings auf ihn, um ihr zu helfen, weil sie wird es mit dem Wurf deutlich nicht schaffen, ihn zu töten jetzt, richtig? Richtig. Angefangen haben wir diesen Kampf mit drei, mit zwei Leuten mit jeweils drei Strichen. Jetzt haben wir gleich vier Leute mit drei Strichen. Komm, Blitzdings. Zap. Zwei Stacks davon reichen. Nö, mach so. Ein Sarkophag, der hat einen Perk gebracht? Oder war es Loot? Jetzt auf jeden Fall gar nichts. Es wird langsam dunkel, wir haben keine Fackeln mehr. Oh, eine Fackel. Du bist nur 500 wert. Ah, fuck. Ich hätte den Zitrin rausschmeißen sollen. Zu spät. Jetzt scouten, bitte? Nein? Was ist da los mit dir? Du musst so eine recht hohe Scouting-Chance haben. Hm. So. Es fehlt ein Essen, um noch einmal zu essen. Mist. Okay. 2-1 Risiko. Ich riskiere jetzt, dass der andere Raum kein Kampfraum ist und weiche da mit der Mauer aus, die es komplett dunkel machen würde, die allen recht viel Stress geben würde und. Also ich hoffe, dass hier der letzte Kampfraum ist. Hallo, schon mal Kampf. Stressen. Hm.
Hätte es ruhig treffen können, dann wäre die Gruppenheilung ein bisschen effektiver. Oh, ja, danke. Genau sowas wollte ich haben. Kannst du jetzt den da töten, den da anschlagen? Oder bald töten? Ist auch völlig okay. Du machst jetzt die Gruppenheilung, die das alles wieder ausgleicht. So, du Dolch. Schicker Crit. Zack. Weiter. Weiter. So too will resistance. Ich guck mal rein, aber ich nehme die Fakt. Oh. Sehr schön. Du. Nom. Also ich brauch's absolut nicht, aber da es was Blaues ist, was selten ist, wird man es einigermaßen verkaufen können. Achso, und die Fackel nehme ich jetzt nicht mit, weil ich es ruhig dunkel werden lasse für den letzten Raum. Terrors may indeed stalk these shadows, but yonder, a glint of gold. Doppelt falsche Entscheidung. Falsche Entscheidung Nummer 1. Bei der Wand umgedreht. Achso, falsche Entscheidung Nummer 2. Den falschen Edelstein weggeschmissen. Und falsche Entscheidung Nummer 3. Die Fackel auszumachen. Das heißt, ich muss jetzt im komplett Dunkeln die Mauer wegreißen, was noch mehr Stress macht. Und dann mit dem ganzen Stress und... Komm, Schnabelmaß auf. Fang dir irgendwas ein. Und die Loot sogar. Sehr gut gemacht. Achso, jetzt dich weg, genau. Weg. Du, dahin. Weg. Oh, Stress. Und jetzt im ganz zappenlusteren, überrascht, einen Kampf machen. Du, Schaden auf 2. Push? Nee, sie solltest du nicht pushen. Mist. Du machst Finale auf. Ja, da macht er nicht genug Schaden. Also sonst könnt ihr sagen, ich will ihn töten, weil er noch dran ist. Oder ihn töten, weil er dran ist und noch viel HP hat. Aber ihn werde ich nicht töten. Ihn zu töten macht nichts, weil er macht eh fast keinen Schaden. Also mache ich lieber sie kaputt, damit sie nächste Runde nicht wieder irgendwie rumalbert. So, weg mit dir. Okay, er macht 9 Schaden im Dunkeln. Du töte den und schlag den an. Sogar ziemlich stark angeschlagen. Schön verteilt der Schaden, das ist gut. Du geh nach da. Du tötest bitte ihn. Du versuchst ein bisschen gegen anzustecken, was Stress angeht. Danke. Der erste hinten eigentlich relativ sicher. Ach du Gott. Und nochmal Stress für alle drauf. So, du machst leicht weg. Jetzt ist er nicht mehr sicher. Ja Gott, du Gruppenheilung. Du Entstressiger. Du dein. Gehabt. Blitzdings ihn jetzt, weil wir müssen eh nicht so viel heilen, das ist eh der letzte Kampf für diese Mission. Sehr gut. Ja, okay. Jetzt ist das heilige Wasser werde ich nicht mehr brauchen, das kann weg. Dafür hätte ich ganz gerne Gold. 3 Büsten, sind die mir 500 Gold wert? Ja. Das kann ich ignorieren. Okay. Nein, ich würde ganz gerne noch diese riesige Kiste da öffnen. Danke. Gescoutet wurde nicht. Das heißt, wir haben auch keine Chance, noch irgendwo den Super-Duper-Raum zu finden. Das heißt, jetzt geht's raus. Oh, was für eine Mission. Aber hey, geschafft. Geschafft ist geschafft. Und es ist keiner gestorben.
Und gab sogar einigermaßen Gold. Das Ding ist 5. Range Skill machen weniger Schaden. Und warum kriegt ihr alle noch Krankheiten bei den Missionen in letzter Zeit? Das mache ich gleich im Sanitarium weg. Ist mir zu albern, das immer bei den Medium-Missionen mit dem Schniefpulver dazu machen. Ja, bei ihr ist beides weggekommen. It was a yearning, a thirst for discovery that could be neither numbed nor sated. Du weg. Du weg. Und die anderen, die ich eben gerade mitgenommen habe, werden jetzt erstmal ein bisschen passiv in Stress. Das dauert zu lange. Ja, aber bei dir geht's. Dinger geht auch. Ja, das geht ein bisschen passiv. Und sonst halt eine Mission mit dem Baden. Wobei ich ihn jetzt eigentlich aufbewahren sollte für die ersten Dreierbosse. Das heißt, ab sofort kommt Bika wieder mit. Bika, du warst derjenige, der... Genau, du machst mehr Schaden gegen Untote. Ah, ist okay. Also, nächste Mission mit Dreierhelden. Also richtigen Dreierhelden, keine Vierer oder Fünfer. Damit die weiter in Richtung 4 und 5 kommen. Und dann sind die Einerhelden auch fast so weit, in der übernächsten Mission dann losziehen, um sich aufzustufen. Also Rema, Maxo und Exa. Ne, Exa gar nicht. Exa ist... Eigentlich kann ich Exa rauskicken, weil ich nehme sie nicht wirklich mit. Ist zwar schön und gut mit dem Looten, aber sie hochzuleveln ist halt doof, weil, ne? Ja. Also nächste Folge Dreier-Mission, übernächste Folge, übernächste Mission dann die Einer-Mission, um das hochzustufen. Damit das Schweinchen irgendwann stirbt. Also bis gleich.